darf kurz vorstellen, unser Kollegen hier, Witeko Kellner, wie kann ich sagen, Künstlerhaus, Bestattungsmuseum, also eine lange intensive Themenballungspunkt ist hier in dieser Ausstellung zusammengekommen. Ich werde nicht viel Zeit nehmen und das Wort dem Witeko übernehmen. Es ist meine Ehre, dich hier zu haben. Also, ja. Auf Leben und Tod. Eine besondere Ausstellung in einer besonderen Galerie zu einer besonderen Zeit, Allerheiligen nicht mehr weit, an einem besonderen Ort, nämlich Wien und dessen besonderen Verhältnis zu Leben, Überleben, Ableben und dem ersehnten Schlusspunkt. Dem untrennbar, geradezu unzertrennlichen mit ihm verbunden, und da wird das Leben gegeben, der Tod zelebriert und das Sterben gefürchtet. Und deswegen kommt dieses unangenehme Wort auch kaum einmal vor, wird eher bombastisch liebevoll umschrieben, wie wir es etwa aus dem Liederlied her kennen. Er hat einen Abgang gemacht, er hat ins Gras eingebissen, er hat den Löffel angegeben und der Bank gerissen und zu allerletzt noch die Botschen gestreckt. Im Kunstobjekt dieser multimedialen Ausstellung von Harald Köck und Gerald Teufel geht es vorwiegend um den sprichwörtlichen Kampf auf Leben und Tod. Beide suchen um, jeweils auf höchstpersönliche Art und Weise, sowie vielfältigster Darstellungsmittel, zumindest eine Annäherung an diese existenzielle Frage. Und kontrastreicher, gegensätzlicher könnte es nicht sein, um sich letztlich in Ouroboros, der sich in der schwanzbeißenden Schlange als Symbol des immerwährenden Kreislaufs eines ewigen Kreises wiederzufinden und zu vereinen. Ein Gesamtkunstwerk. Mir wäre auch keine Ausstellung bekannt, die Leben und Tod gleichzeitig, parallel, miteinander, ineinander präsentiert. Ebenso wenige Werke aus der Kunstgeschichte. Gustav Klimts Tod und Leben vielleicht, wobei hier der Tod an erster Stelle steht. Oder die wohl außergewöhnlichste Grabskulptur eines Alfred Hrdlička auf dem Wiener Zentralfriedhof. Seine Frau, vollkommen nackt mit einem Stöckelschuh, wie sie auf einem Riesenpenis des Skelettes des Todes kopuliert. Grabstein in Wien. Nicht ganz jugendfrei, dafür Freiheit für die Kunst. Und hier treffen sich dann Eros und Thanatos hautnah in engster Verschmelzung. Auf Leben und Tod. Spannend, nun werden alleine schon Idee und Gestaltungskonzept der Ausstellung Sie als Besuchende kommen sofort nach dem Eintreten mit dem eher kühlen, künstlerischen Tod in Berührung, wandeln über diese plakative Übergangsschnittstelle, da wo ich jetzt stehe, durch intensiv warme Färbigkeit ins pralle Leben und wieder retour via tödlicher Coolness zum Exitus ist gleich Ausgang in eine lebendig reale Alltagswelt. Dieses Übergehen wird so zum symbolischen Zentrum der Ausstellung im Begriff der Liminalität. Nicht mehr hier, nicht mehr dort, noch nicht dort. Das Dazwischen, undefiniert, individualisiert, schutzbedürftig. Dann dieser Stuhl mit dem strahlend hellweißen Fleck. Als ich ihn gesehen habe, kam sofort der Gedanke an das Phänomen der Nahtoderfahrung auf, wie ihn Moody oder Kübler-Ross beschreiben, mit kulturübergreifend einheitlich übereinstimmenden Aussagen derer, die den außergewöhnlichen Zustand erleben durften. Immer dieses intensiv, helle, gleißende Licht durchdrungen und eingehüllt in wohlige Geborgenheit. So könnte der Titel der Ausstellung auch "Und dazwischen" heißen. Würde aber niemand verstehen, würde auch niemand gekommen sein. Beginnen wir mit dem danach in Harald Köcks künstlerischer Begegnung mit dem Tod schlechthin. Mit Leichen, toten Körpern in Veränderung, deren Transformation und Auflösung. Köcks Wohnwelt zwischen gerichtsmedizinischen Instituten, pathologischen Sammlungen und Seziersälen.
Da werden seine tiefgreifenden Erlebnisse in verschiedenen Stationen des Todes, von Fehlgeburt bis Abmagerung, von Unfall, Mord und Totschlag analysiert und in variablen künstlerischen Techniken und Disziplinen umgesetzt oder als rekonstruierte Tatortnachstellungen im öffentlichen Raum geformt. Siehe die Fotoserie Unnatural Death in New York City. Hier kann auch der Tabuisierung und Verdrängung des Themas ein Spiegel vorgehalten werden. Und als Hundertwasserschüler werden auch kaum geometrisch gerade gottlose Linien zu finden sein. Die eigens kreierte, sehr viel filigran wirkende mobile Palettenkonstruktion, übrigens vom Hausherrn speziell für die Galerie entwickelt, im Flair eines gigantografierten Setzkastens, der gleichzeitig als Raumteiler, aber nicht Raumtrenner wirkt, gibt uns die Möglichkeit, Objekte von zwei Seiten zu betrachten. Einer vorderen, dem Tod zugewandt, und einer hinteren, mitten im Leben stehend. Dort finden Sie auch die notwendige Transparenz in schemenhaften Durchblicken, ähnlich dem Schlüssellochcharakter einer Peepshow zwischen Tod und Leben, um sie ansatzweise zu erfahren. Walking Dead, dem gleichnamigen Filmtitel empfunden, erinnert an den schwerfälligen Gang eines Vorvermieters und dem Tack, Tack, Tack seiner Gehstöcke, ins Gehör eingeprägt, kombiniert mit Hand- und Fußskelett und zwei sich anblickenden Titan-Hüftgelenken als Talking Heads. Da findet sich der Schulmeister, Harald Köcks verstorbener Vierbeiner im Atelier, vor der schwarzen Leinwand als dunkles Loch und als er 2007 seinen Hund vom Krematorium abholte, erzählte er mir, wie er die noch heiße Urne in der Straßenbahn von einem Schenkel auf den anderen stellte, da die Hose durchzubrennen schien. Damit war der Augenblick die Installation Hund auf Wärmeplatte mit exakt 38,5 Grad Hundelebendtemperatur für die 100 Jahre Jubiläumsausstellung der Bestattung Wien im damaligen Künstlerhaus geboren. Und die alten Weiber sind davor gestanden, mit beiden Händen die warme Urne gehalten und hinten am digitalen Bildschirm noch das springende, lebende Hundert erhascht. Nur zwei Beispiele aus Harald Köcks Ready-Made Installation, der fließende Tod mit Bildern, Fotografie, Assemblagen, Fund- und Sammelstücken in durcheinander, ineinander Inszenierung, als Auseinandersetzung mit dem Bruder Tod, weniger Raumbühne des Todes, eher Konfrontation und Schwellenerfahrung am Rande des Nichts. Die Fluxus-Transformation dann auf der Rückseite des Gerüsts als Signal über Vergangenheit und Zukunft, hergestellt übrigens aus den weggeworfenen Plastikstreifenleisten der Preisauszeichnungen eines Discounter-Geschäftsregals und gedacht für die Hallengestaltung eines Krematoriums. Und wie sieht nun das Thema Leben eines Gerald Teufel aus? Ja, sein Leben als Journalist, Filmemacher und Künstler ist nicht geprägt von der Suche nach metaphysischer Unsterblichkeit. Im Zentrum steht eher die subjektive Beobachtung alles Lebendigen. Als Journalist öffnet er Türen zu unterschiedlichen Lebensbereichen und Gedankenwelten. Als bildender Künstler zeichnet und malt er seine Befindlichkeiten zwischen Innenwahrnehmung und dem, was von außen wirkt. Collagen, deren Schichten zu Geschichten werden und oft genug übermalt, können die Variationen bis zur Unkenntlichkeit führen. Der Wechsel zwischen Realität und Abstraktion als ein tiefgreifendes Gedankenspiel. Geprägt von der Lehre Epikurs, dem antiken Philosophen folgend, zieht es als Lebenskünstler zu werden und Lebensfreude zu vitalisieren. Dauerbrenner Lebenslust als energetischer Motor. Und ganz nach dem Motto, Carpe diem, nütze und genieße jeden einzelnen Tag, denn du weißt nicht, was morgen geschieht. Carpe diem übrigens auch ein Kombucha-Kultgetränk österreichischer Produktion, gegründet von Mathe Schitz und dann auch verkauft. Das gute Leben prägt auch die Titel seines in der Ausstellung gewollt unbeschrifteten Werks, das sich wie ein optisches Band ähnlich einem roten Faden durch die Wände zieht
und an Bilder O.T. erinnert, bedeutet ohne Titel, um den Betrachtenden vorerst alleine zu lassen, um bei ihm Eigeninterpretation, Fantasiefähigkeit, neue Verbindungen und Assoziationen zu bereits Bekannten hervorzurufen. Und über kleine Nummernbücher lassen sich dann die konkreten Titel in einer Preisliste aber nachvollziehen. Da finden sich etwa Lebensspender, das Abenteuer des Herrn Odysseus, Dämonstrationen oder Morgenblatt, erhebe dein Herz, sonst fress ich dich, Abendblatt, willkommen, wo Madame zu Hause ist, vergnügt und ohne Scham, Fleischeslust wird fleißig. Aber wie vereinbaren sich dann Titel wie Kreuzigungen 1 und 2 mit Teufels Sicht vom guten Leben? Na ganz einfach, nach der Kreuzigung kommt eben die Erlösung bis hin zur Auferstehung. Endlich sind wir am Arsch der Welt, wäre übrigens das Bild Nummer 3. Auf Leben und Tod ein Gesamtkunstwerk. Ein Mosaik, ein Puzzle zwischen künstlerischer Selbstreflexion und Anreiz, Ansporn an gefordertes Publikum. Bleiben Sie bitte dem Thema gewogen. Um einen gewissen Herrn, nämlich Helmut Qualtinger, zu kennen, der da meinte, in Wien, nein, Wien muss erst sterben, dass wir hochleben lassen. Aber dann lebst lang, fürchterlich lang. Danke fürs Zuhören und schönen Abend.